Die Berlinale ist ein einzigartiger Ort der Unterhaltung. Demnach nehmen nicht nur deutsche SchauspielerInnen wie Katharina Schüttler, sondern auch weltbekannte Stars wie Anne Hathaway oder Kristen Stewart an diesem Event teil. Und da die Berlinale bis heute als das politischste aller großen Filmfestivals gilt, findet man auf dem roten Teppich nicht nur Gesichter der Leinwand, sondern unter anderem auch PolitikerInnen. So erscheint auch die regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, zur Eröffnung der 73. Internationalen Filmfestspiele in der Hauptstadt. Und diese kann mit den Superstars durchaus mithalten. Denn die 44-Jährige zeigt sich in einem dunkelblauen Seidenkleid mit einem roten Muster darauf, das einer Blüte gleicht, und einem eleganten kurzen Blazer. Zudem kombiniert sie nudefarbene Pumps und eine gleichfarbige Klatsch. Mit der dazu passenden Hochsteckfrisur strahlt Franziska Giffey wie ein Hollywood-Star auf dem roten Teppich.